Das 21. Jahrhundert öffnet uns eine Tür in eine ungeahnte Zukunft und ebenso in die Vergangenheit mit ihren noch unentdeckten Geheimnissen. Die Fähigkeit des Menschen, immer komplexere Maschinen zu entwickeln, gab ihm die Möglichkeit zur Entdeckung des ältesten Lichtes im Universum und trieb die Suche nach dem Zeitpunkt, als alles entstand, voran. Der rätselhafte Code des Lebens in der DNA mit seiner erstaunlichen Komplexität und dem eleganten Design wird zunehmend entwirrt. Man geht den kleinstmöglichen Bestandteilen der Materie nach. Allein zu dem Zweck, die darin enthaltenen Informationen zu entschlüsseln. Informationen, die die Antworten auf die tiefgründigsten und bedeutendsten Fragen der Menschheit enthalten könnten. Wer sind wir? Warum sind wir hier? Und ist dieses Leben auf Erden alles, was für uns bedeutsam ist? Oder gibt es mehr? Christen finden Antworten auf diese Fragen in der Bibel. Führt die heutige Technik eine neue Verständnisebene herbei für die Wahrheit dieses alten, verehrten Buches? Hat die Wissenschaft heute die Werkzeuge, um zu beweisen, dass der Grundstein des Christentums nicht nur eine Glaubensfrage ist, sondern eine Tatsache? Können die fantastischen Fortschritte der Naturwissenschaft den Beweis liefern für die Auferstehung von den Toten? Und hinterließ Jesus selbst für seine Auferstehung einen handfesten Beweis, den wir heute mit den Augen sehen können? Die Auferstehung ist der Grundstein unseres Glaubens. Paulus sagt, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist auch unser Glaube vergeblich, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Während Christen im Glauben akzeptieren, dass die Bibel wahr ist, verlangt der Rest der Welt stichhaltige Beweise. Wie es auch Thomas der Zweifler tat. Er weigerte sich zu glauben, wenn er nicht selbst die Wunden Jesu sehen und berühren konnte. Doch welchen Beweis können Christen dem heutigen Thomas liefern? Falls die Christen Beweise haben, werden sie die bestimmt herausrücken. Lässt sich nach Tausenden von Jahren überhaupt noch wissenschaftlich belegen, dass Jesu Auferstehung von den Toten nicht nur möglich ist, sondern dass sie tatsächlich geschehen ist? Was erzählen uns historische Aufzeichnungen darüber? Und wird die Auferstehungsgeschichte auch von nicht-religiösen Quellen gestützt? Ist die Wissenschaft heute in der Lage, handfeste Beweise ans Licht zu bringen, dass die Geschichte wahr ist? Und werden Christen der Wissenschaft folgen, egal wohin sie führt? Begleiten Sie uns auf der Suche nach Wahrheit, Offenbarung und Hoffnung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Wie war es wohl in diesen ersten Momenten der Schöpfung, dem Beginn des Daseins, wie wir es kennen? Wie entstand die Welt mit den vier Dimensionen Höhe, Breite, Tiefe und Zeit? Zweifellos ist es ein einmaliges Ereignis, von solchem Ausmaß, dass es nie vollständig erklärt werden kann. Wissenschaftler sprechen vom Urknall, dem Augenblick, in dem alle Materie entstand, wie von Zauberhand. Aber was geschah eigentlich in diesem Moment oder auch nur eine Sekunde davor? Das, so heißt es, sei nicht erforschbar. Stimmt das? Christen glauben, dass Gott schon immer existierte und dass laut Bibel er allein alle Macht besitzt über Leben, Tod und Schöpfung. Dieser alte Text gibt Christen unzählige Gründe und wunderbare Geschichten, die ihren Glauben stärken. Die wichtigste Geschichte jedoch ist die Nacherzählung eines anderen, schwer begreiflichen Augenblicks, der Auferstehung Jesu Christi. Sie ist das Kernstück des Christentums. Lässt sich dieses Geschehen beweisen? Soll man das denn versuchen? Unsere Nachforschungen führen uns in Gefilde, um das Christen häufig einen Bogen machen. Welchen Beweis gibt es jenseits religiöser Schriften für die Wahrheit der in den Evangelien beschriebenen Ereignisse? Stützen andere alte Texte die biblische Darstellung von Kreuzigung und Auferstehung? Hören wir zunächst einmal, was die Evangelien über diese Ereignisse berichten. Die Priester brachten Jesus zu Pontius Pilatus, der ihm einige Fragen stellte.
Dann entschied er sich, Jesus auspeitschen zu lassen. Was die Römer dazu verwendeten, nennt sich Flagrum, eine bestimmte Geißel. Auch wurde er als König der Juden verspottet. Sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie ihm auf. Sie legten ihm ein Purpurgewand an und schlugen ihn ins Gesicht. Später entschied Pilatus, ihn kreuzigen zu lassen. Jesus wurde an den Handgelenken und Füßen ans Kreuz genagelt, wo er versuchen musste, sich immer wieder hochzuziehen und hochzustemmen, um Luft zu holen. Das Ergebnis ist üblicherweise die allmähliche Ermüdung und schließlich der Erstickungstod. Aber in Jesu Fall war es kongestive Herzinsuffizienz. Am Kreuz hängend, zwischen zwei Verbrechern, starb Jesus. Die Römer mussten sichergehen, dass er tot war, bevor sie den Leichnam abnahmen. Die Evangelien berichten davon in bestürzend anschaulichen Zeugnissen. Weil Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten, den Sabbat über, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Nach der Kreuzigung Jesu nahm man seinen Leichnam vom Kreuz und Josef von Arimathäa bat Pilatus um Erlaubnis, Jesus in seinem Grab zu beerdigen. Jesus wurde einbalsamiert mit Myrrhe und Aloe und in Leinentücher gewickelt. Und man sagte es den Frauen, die so treu an Jesu Kreuz gestanden und bei seinem Sterben ausgeharrt hatten. Man beendete den Vorgang und rollte den Stein vor den Grabeingang. Und Jesus war begraben. Ein grausamer Tod und eine ruhige Beisetzung. Dieses Bild vermittelt der Evangelienbericht. Es wird auch gesagt, dass die Jünger nach der Kreuzigung 3 Tage lang zerstreut und verängstigt waren. Der Leichnam ihres Lehrers lag im Grab, samt ihren Hoffnungen auf einen Erlöser und König. Aber dann geschah, was alles veränderte, etwas Unerklärliches. Nach dem Tod Jesu machten die Jünger, wie wir uns vorstellen können, eine sehr schwere Zeit durch. Und es heißt, dass sie sich aus Furcht vor den Juden versteckten, dass sie ihre Überzeugung verloren hatten, dass Petrus ihn 3-mal verleugnete und nur Johannes beim Kreuz erschien, nach den Berichten. Zuvor schon waren sie in Gethsemane zerstreut worden. Doch nach der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus steht alles Kopf. Die Jünger sind voll Zuversicht, sie predigen. Und wenn man es ihnen verbietet, antworten sie, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie verwandelten sich von verzweifelten, sich versteckenden und ängstlichen in zuversichtliche und mutige Menschen, weil sie glaubten, den auferstandenen Jesus gesehen zu haben. Haben die Jünger wirklich gesehen, was sie da behaupten? Den auferstandenen Jesus? In einem Brief verkündete der Apostel Petrus den frühen Christen diese Wahrheit mit unerschütterlicher Gewissheit. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Kühn und unmissverständlich ist diese Aussage des Petrus. Genau wie das anschließende, inspirierende Leben der Apostel. Man denke an die Aussage eines Augenzeugen vor Gericht. Man muss sich ja als Geschworener fragen, ob der Zeuge bei der Aussage Hintergedanken hat und welchen Vorteil er durch Lügen gewinnen könnte. Für die Apostel gab es irdisch nichts zu gewinnen, aber alle Vorteile zu verlieren. Und doch blieben sie hartnäckig. Sie waren bereit, den Rest ihres Lebens mit der Verkündung der Heilsbotschaft von Jesus zu verbringen, ohne menschlichen Lohn. Keine Altersvorsorge, keine Villa in Kapernaum. Sie lebten ein Leben voller Entbehrungen, sie wurden verhöhnt, geschlagen, verhaftet. Und die meisten schließlich qualvoll hingerichtet. Warum? Weil sie ohne den geringsten Zweifel überzeugt waren, Jesus Christus lebendig gesehen zu haben. Die Bibel ist zweifellos die beste Informationsquelle zu Leben, Tod und Auferstehung Jesu Christi. Und doch gibt es Menschen, die diese Berichte gänzlich ablehnen, einfach wegen der religiösen Färbung. Das wirft die Frage auf, gibt es andere, nicht-religiöse Quellen, die die Auferstehungsgeschichte stützen?
Wir wissen von einer beachtlichen Anzahl an Dingen über Jesus aus anderen Quellen als dem Neuen Testament. Es gibt rund 18 Äußerungen weltlicher und nichtchristlicher Historiker, Regierungsbeamter und so weiter. Aus diesen Quellen lässt sich das Leben Jesu zusammenstellen, ohne das Neue Testament auch nur aufzuschlagen. Auf dieser Basis haben wir sogar ein oder zwei Hinweise auf zumindest den Glauben der Jünger an die Auferstehung. Ich meine etwa die Äußerung von Flavius Josephus, dass die Jünger glaubten, er sei von den Toten auferstanden. Josephus ist nicht der einzige alte Beleg für die Evangeliumsgeschichten. Mindestens 9 rein weltliche alte Schriften erwähnen Jesus oder die zentralen Überzeugungen der frühen Christen. Zu den Autoren zählt Tacitus, bedeutender römischer Historiker des 1. Jahrhunderts. Cornelius Tacitus bestätigt als römischer Historiker, dass Jesus unter Pilatus als Verbrecher gekreuzigt wurde und dass das Christentum seine Wurzeln im alten Judäa hat. Christus, von dem sich dieser Name herleitet, war unter der Herrschaft des Kaisers Tiberius auf Veranlassung des Präfekts Pontius Pilatus hingerichtet worden. Und für den Augenblick unterdrückt, brach der unheilvolle Aberglaube wieder hervor, nicht nur in Judäa, dem Ursprungsland des Übels, sondern auch in Rom. In seinem Text berichtet Tacitus, dass man die Verfolgten Christen nannte und erklärt die Herkunft dieses Namens. Die Hinrichtung, von der Tacitus hier berichtet, ist die Kreuzigung, das bei weitem grausamste Schicksal im Römischen Reich. Viele nehmen an, dass er sich mit dem unheilvollen Aberglauben bezieht auf den Glauben der Christen an die Auferstehung Christi von den Toten. Das Beweismaterial selbst in Augenschein zu nehmen, darauf beharrt Jesu zweifelnder Jünger Thomas. Und wenn er heute hier wäre und den handfesten Beweis von Jesu auferstandenem Körper nie gesehen hätte? Wögen die Belege aus Schriften nichtchristlicher Zeugen wirklich schwer genug, um ihn zu überzeugen? Oder würde er Antworten auf noch kompliziertere Fragen fordern? Die alten Quellen zum Beispiel belegen eindeutig, dass Jesus gekreuzigt wurde. Doch starb er wirklich am Kreuz? Die bloße Andeutung, dass Jesus seine brutale Bestrafung überlebt haben könnte, sorgt für Unbehaglichkeit unter den Christen. Und doch könnte der heutige Zweifler Thomas sich das Gleiche fragen. Also, was geschah wirklich mit Jesu Leichnam an diesem ersten Ostermorgen? Kann knapp 2000 Jahre später die Tatsache des Todes Jesu Christi noch zweifelsfrei bewiesen werden? Ein Mann, seine Worte umstritten, seine Taten wunderbar, standhaft in seinen letzten Stunden der Qual und des Todes. Jesus stand sein Schicksal wohl von Anfang an klar vor Augen und er warnte seine Anhänger vor dem, was kommen würde. Nachdem er in Gewahrsam genommen worden war, tauchten viele seiner Jünger unter. Aus dem Johannesevangelium wissen wir aber, dass zumindest einer der 12 dort war, um das schreckliche Ereignis der Kreuzigung zu bezeugen. Was er am Fuße des Kreuzes sah, überzeugte ihn davon, dass Jesus wirklich starb. Einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und sogleich kamen Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Was bedeutet diese eigenartige Beschreibung? Sind die Worte im Johannesevangelium der gefühlsbetonte Bericht eines subjektiven Zeugen? Oder steckt hinter Johannes Geschichte mehr? Geben uns die Einzelheiten im Johannesevangelium womöglich den Schlüssel zur Bestätigung, dass Jesus wirklich tot war? Sowie Aufschluss über dessen Todesursache? Kann uns die moderne Medizin helfen, das Rätsel zu lösen? Dr. Alexander Metherell ist Experte in Sachen Kreuzestod und zugleich Doktor des Ingenieurwesens. Zudem ist er staatlich geprüfter Mediziner, gehört zum Vorstand einer amerikanischen Röntgenarztvereinigung und ist Berater eines renommierten US-Institutes für Herz, Lunge und Blut. Die Evangelien geben uns einige sehr wichtige Informationen über die Todesursache Jesu. Wir wissen, dass die Römer ihn heftig geißelten, ehe er das Kreuz aufnahm, um nach Golgatha zu gehen und daran festgenagelt zu werden.
Dies ist wichtig, weil es bedeutet, dass Jesus eine Menge Blut verloren haben muss, noch ehe er ans Kreuz genagelt wurde. Anders ausgedrückt, sein Zustand war kritisch. Vielleicht schwebte er in Lebensgefahr. Tatsächlich weisen die Evangelien darauf hin, dass Jesus das Bewusstsein verlor und extrem durstig war. Das nennen die Mediziner hypovolämischen Schock. Die Diagnose hypovolämischer Schock durch immensen Blutverlust ist sicher schlüssig. Aber kann das beweisen, dass Jesus wirklich am Kreuz starb, wie es in den Evangelien steht? Die Antwort liegt in der ungewöhnlichen Schilderung des Johannesevangeliums, Kapitel 19. Aus medizinischer Sicht ist die Beschreibung in Johannes 19 wichtig, da sie sich deckt mit den Beschwerden, die Jesus zu der Zeit gehabt haben muss. Der massive Blutverlust, den Jesus aufgrund der Geißelung erlitt, führte wahrscheinlich zum Herzversagen. Und dies wiederum hätte verursacht, dass sich eine klare Flüssigkeit in der Membran um das Herz und Lunge ansammelt. Als dann der Speer durch Jesu Seite stieß, ging er wahrscheinlich auch durch die Lunge und ins Herz. Als der Speer herausgezogen wurde, kam die klare Flüssigkeit, die sich rund um das Herz angesammelt hatte und wie Wasser ausgesehen haben muss, heraus, gefolgt von einer großen Menge Blut vom Herzen. Der Bericht aus dem Johannesevangelium offenbart uns die Übereinstimmung mit der Krankheitsgeschichte. Daraus können wir zweifellos schließen, dass Jesus am Kreuz starb. Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass er die Kreuzigung überlebt hat. Die verheerenden Auswirkungen der Brutalität, mit der man auf ihn einschlug, durchgehende Wunden in Händen und Füßen, sowie ein langsamer Erstickungstod, während er am Kreuz hing, waren gewiss Verletzungen, die Jesu Schicksal besiegelten. Nach christlichem Glauben bleibt jedoch das, was danach geschah, das wunderbarste Ereignis seit dem Beginn historischer Aufzeichnungen bis heute. Am ersten Ostermorgen fand man das Grab Christi leer. Aber was geschah mit dem Leichnam? In der Bibel steht, dass Jesus von den Toten auferstand, Tod und Sünde mit einem Schlag bezwang. Skeptiker haben dagegen eine andere Erklärung. Sie behaupten, der Leichnam sei gestohlen worden, etwa von den Jüngern, die nachts in die Grabstätte schlichen, während die Wächter schliefen. Was ist denn nun wahr? Die Verantwortung für den Schutz des Leichnams Jesu oblag der römischen Garde. 16 äußerst disziplinierte Soldaten, deren Versagen sie das Leben kosten würde. Daher schliefen sie in Schichten, um sicherzugehen, dass zumindest 4 von ihnen immer wachten. Neben der römischen Garde, der die Sicherung des Grabes anbefohlen war, sagt uns die Bibel, dass ein Stein mit dem Siegel des Pontius Pilatus vor die Öffnung des Grabes gerollt worden war. Dieser Stein wog wohl 2 Tonnen. Keiner im Grabesinneren hätte ihn bewegen können, geschweige denn jemand, der zuvor so brutal geschlagen worden war. Darüber hinaus wäre jeder, der das Grabsiegel ohne offizielle Erlaubnis gebrochen hätte, kopfüber gekreuzigt worden. Und doch war der Leichnam an diesem ersten Ostermorgen verschwunden. Im verzweifelten Versuch zu erklären, was seine Anhänger ein Wunder nannten, brachten die Religionshüter eine andere Behauptung in Umlauf. Die Jünger hätten den Leichnam ihres Lehrers gestohlen. Aus logistischer Sicht stellt sich das Problem mit dem Stein und wie man an ihm vorbeikam. Aber das tiefere Problem ist die plötzliche Verwandlung dieser Menschen, deren Leben auf den Kopf gestellt wurde, weil sie daran glaubten, den auferstandenen Jesus gesehen zu haben. Wenn es ein Schwindel war, wie erklären Sie dann diesen plötzlichen, radikalen Bewusstseinswandel? Warum hätten Sie Geschäft und Familie hinter sich gelassen? Wären Sie bereitwillig in den Tod gegangen für eine Behauptung, von der Sie wussten, dass sie falsch war? Wo war der Leichnam Jesu? Die jüdischen Anführer wussten keinen Rat. So erfanden sie eine Erklärung für das Unerklärliche. Der Bibel nach brauchten die Anhänger Jesu keine solchen Erfindungen. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite.
Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Zweifellos glaubten die Gründer der christlichen Kirche mit Leib und Seele daran, dass das größte Wunder aller Zeiten stattgefunden hat. Ihr Anführer und geliebter Heiland Jesus war von den Toten auferstanden. Aber Skeptiker fordern mehr als nur Glauben. Sie wollen Beweise. Gibt es Belege, die Zweifler heute wie einst Thomas zufriedenstellen können? Gibt es die Möglichkeit zu beweisen, dass Wiederauferstehung physisch möglich ist? Und können solche Beweise Skeptiker dazu bewegen, in Betracht zu ziehen, dass genau dies vor etwa 2000 Jahren geschah? Einige fragen sich, wozu wir Beweise brauchen, die dem Glauben zu Hilfe kommen. Ich würde jedoch sagen, wissenschaftliche und archäologische Daten zu haben, ist hilfreich. Eine gute Grundlage schadet dem Glauben nicht mehr oder weniger als einer Ehe. Da sagen zwei, ja, ich will, und gehen eine vertrauensvolle Bindung ein. Eine gute Faktenkenntnis schadet dem Vertrauen dabei nicht. Ebenso haben auch Belege für das Christentum nichts mit einer Abschwächung unseres Glaubens an Jesus Christus zu tun. Wissenschaftler meinen, es sei unmöglich zu beschreiben, was geschah, bevor das All existierte. So nehmen auch viele Christen an, dass es unmöglich ist zu beweisen, dass Jesus von den Toten auferstand, zumindest mit objektiven wissenschaftlichen Fakten. Ist das noch aktuell? Wäre es vorstellbar, dass Forscher auf der Suche nach Erkenntnissen zur Entstehung des Universums auch auf die Möglichkeit der Auferstehung stoßen? »2004 entdeckte ein selbstständiger Teilchenphysiker in Kalifornien etwas, das alles verändern könnte, was wir von der Welt, in der wir leben, zu wissen glauben. Bei der Untersuchung der Charakteristika einer einzelnen Faser eines uralten Tuches entdeckte der Wissenschaftler eine augenscheinliche, doch ungeahnte Verbindung zu den Geheimnissen des Alls. Wäre es möglich, dass Zeit, Raum und Energie einander auf bisher ungeahnte Art beeinflussen?« Die aus dieser fantastischen Faser gewonnenen Informationen könnten eine Debatte auslösen, die zu einer wissenschaftlichen Revolution führt. Doch könnte es der Menschheit etwas viel Wichtigeres bieten, wie zum Beispiel die Geheimnisse des Lebens oder gar ewiges Leben? Führt uns diese Entdeckung zu Belegen für die Auferstehung? Tausende Meilen entfernt von dem kalifornischen Physiker richtete eine Gruppe von Wissenschaftlern in Amsterdam ihr Fachwissen auf Daten derselben mysteriösen Faser. Und sie fanden Erstaunliches. Holographische Informationen sind in einem Interferenzmuster verschlüsselt. Höchstwahrscheinlich befindet sich darin etwas, das ich als Blaupause des Alls bezeichne. Vielleicht der Zugang zu neuen Wissenschaften. Man reist in unbekanntes Land, ohne GPS und Karte, in völliges Neuland. Man muss die Wissenschaften neu erfinden. Wie zieht man derart drastische Schlüsse aus nur einer Faser? Wäre es möglich, dass die aus einem alten Stück Leinen gewonnene Information für Millionen von Skeptikern weltweit den Unterschied ausmacht zwischen Zweifel und Glaube? Und wie kann die Wissenschaft durch die Erforschung dieser Faser den Glauben von Christen bestärken? Christen haben nichts zu befürchten, solange die Wissenschaft objektiv ist. Man muss nicht sein Hirn abschalten, um gläubig zu sein. In Johannes 14, Vers 11 sagt Jesus, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Jesus selbst verweist als Beleg auf seine Werke. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 3 nach der Auferstehung heißt es, Jesus zeigt sich durch viele Beweise als der Lebendige. Nein, Christen haben von der Wissenschaft nichts zu befürchten. In der Bibel steht, dass Jesus die Jünger nach seiner Auferstehung lehrte, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Aber trotz dieser Äußerung war Jesus auch bereit, einem besonders skeptischen Jünger doch Beweise zu liefern für seine Auferstehung. Das Johannesevangelium berichtet von einem klassischen Zweifler mit Namen Thomas. Wie es in der Geschichte heißt, erschien Jesus nach der Auferstehung seinen Jüngern und Thomas war nicht zugegen. Als Thomas zurückkam, erzählten sie ihm, dass Jesus ihnen erschienen war. Doch damit war Thomas nicht zufrieden.
Er konnte einfach nicht glauben, was sie sagten, und so sagte er zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Thomas war also sehr hartnäckig. Das Interessante daran ist, dass wir hier schon in alter Zeit einen Mann vor uns haben, der sich für Fakten interessiert. So wie wir heute als moderne Menschen daran interessiert sind, Fakten zu sehen. Dieser Mann wollte die Fakten nicht nur sehen, er wollte sie berühren und seine Hände in die Wunde legen, beinahe wie ein Gerichtsmediziner. Der Apostel Thomas forderte als Beleg für die Auferstehung etwas, das er anfassen, untersuchen und prüfen konnte. Jedoch etwa 2000 Jahre später stellt diese Art von Anforderung ein Problem für Christen dar, oder? Gibt uns vielleicht diese mysteriöse Faser, die in der wissenschaftlichen Welt für Furore sorgt, handfeste Beweise für die Auferstehung Jesu? Der erste Schritt zu einer Antwort erfolgte in den 70er Jahren, als Wissenschaftler für die NASA ein Gerät entwickelten, mit dem man aus zweidimensionalen Aufnahmen von entfernten Planeten ein dreidimensionales Relief erstellen konnte. Die Entwickler dieses Gerätes waren geschockt, als sie gebeten wurden, ein Bild von etwas zu analysieren, wovon die meisten noch nie gehört hatten. Es tauchten plötzlich dreidimensionale Informationen auf. Für diese Wissenschaftler war das so, als würden sie einen anderen Planeten betrachten. Keiner von ihnen hatte je etwas Vergleichbares gesehen. Das Foto eines alten Tuchs konfrontierte die Wissenschaftler mit dem Unmöglichen. Man fand dreidimensionale Informationen, wo gar keine existieren konnten. Plötzlich zeigte eine breite Auswahl an Wissenschaftlern fachliches Interesse an etwas, das für die, die es überhaupt kannten, kaum mehr als ein nettes Kuriosum darstellte. Aber bei einem Teilchenphysiker sorgte dieser winzige Faden für Aufregung. Es ist eine einzelne Faser von dem uralten Tuch, auf deren Oberfläche sich ein Bild befindet, das überhaupt nur schwer erkennbar ist. Könnte im Ursprung dieses Bildes ein handfester Beweis für die Auferstehung Jesu stecken? Dieses Artefakt ist das Turiner Grabtuch, das zweifellos am häufigsten untersuchte, geröntgte, geprüfte, verehrte und verunglimpfte Stück Tuch in der heutigen Welt. Für die, denen dieses Tuch unbekannt ist, es wurde lange als das im Johannesevangelium, Kapitel 20, Verse 6 und 7 beschriebene Objekt gefeiert. Als Petrus am ersten Ostermorgen zum Grab Jesu ging. Das Johannesevangelium beschreibt, was er darin fand. Er sieht die Leinentücher, aber das Schweißtuch, das Jesus ums Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Mehr als 100 Jahre lang versuchten Forscher, Historiker und Wissenschaftler aller Art zu bestimmen, ob dieses in einer Kathedrale in Turin aufbewahrte Leintuch tatsächlich dasjenige sein könnte, worauf sich das Johannesevangelium bezieht. Das Grabtuch von Jesus Christus. Ist es das echte? Oder doch nur eine außergewöhnlich überzeugende Fälschung? Und spielt das überhaupt eine Rolle für den, der in seinem Glauben verwurzelt ist?